Dann kommen wir jetzt zum zweiten Thema des heutigen Abends, das auf den ersten Blick eigentlich ganz anders zu sein scheint. Und bei dem Titel dieses Themas können wir Migration steuern. Erfahrungen aus der internationalen Migrationsrechtspraxis, fällt mir dann irgendwie Angela Merkel ein, wir schaffen das. Darüber kann man dann nachher noch ausführlich diskutieren. Unser Referent ist Professor Dr. Tobias Eule, der seit dem August 2014 als Assistenzprofessor am Institut für Rechtssoziologie der Universität Bern tätig ist. Ja, ich weiß nicht, das hat vorhin so ein bisschen gepiept, das war so übersteuert. Ja. Herr Eule kommt ursprünglich aus Bremen, der schönen Hansestadt, und hat Soziologie studiert an der London School of Economics und dann auch in Cambridge. Dort hat er auch promoviert auch für seine Dissertationsarbeit einen sehr schönen Preis bekommen. Dann war er zwischen 2012 und 2014 Assistent am Lehrstuhl für Allgemeine Soziologie und, wie gesagt, inzwischen selber in Bern tätig. Und damit übergebe ich Ihnen das Wort. Ja, vielen Dank. Auch bei mir die Frage, ist das Mikrofon laut genug? Ja, eher fast ein bisschen zu laut. Ich bin auch im Dezember, aber kurz vor Weihnachten eingeladen worden, dass bei mir die Entscheidung über das Thema etwas spontan war. Über den Untertitel bin ich im Nachhinein gar nicht so glücklich, weil ich versuchen werde, das Thema etwas breiter zu besprechen. Grundsätzlich die Frage, können wir Migration steuern? Ist vielleicht ein Thema, mit dem sich in der letzten Zeit recht viel beschäftigt haben als Schweizer oder auch nicht. Auf jeden Fall finde ich es wichtig, bevor ich in den Vortrag richtig einsteige, zu klären, was ich eigentlich damit meine. Beziehungsweise, was ich eigentlich damit nicht meine. Es geht in diesem Vortrag nicht darum, ob wir Migration steuern müssen. Es geht nicht darum, ob eine Völkerwanderung droht. Es geht nicht darum, ob eine Flüchtlingswelle existiert, bleibt oder geht. Es geht nicht um Fragen von Überfremdung oder um Fragen über die Überlastung eines Sozialsystems, eines Rechtssystems etc. Es geht genauso wenig um die Frage, ob wir Migration steuern dürfen. Es geht nicht darum, ob Migration ein Menschenrecht ist. Es geht nicht darum, ob kein Mensch illegal ist. Ob Staaten wie die Schweiz einen besonderen politischen oder historischen Verpflichtungsgefühl haben sollten, um sich um Migranten in Notsituationen zu kümmern. Die Erkenntnisse aus der Frage, können wir Migration steuern, können natürlich trotzdem für diese beiden Fragen relevant sein. Auch nicht ist dieser Vortrag ein Kommentar auf die Durchsetzungsinitiative. Was heißt das also? Können wir Migration steuern? Es ist eine pragmatische, praxisbezogene Frage hier. Es geht sowas um die Praktikersicht. Der Fokus ist dabei auf empirischen Ergebnissen über die Auswirkungen von Recht, über die Rechtsdurchsetzung. Nicht so sehr die öffentliche Diskussion darum. Das heißt, die Beispiele, die ich bringen werde, fokussieren sich eher auf die tatsächlichen Ereignisse, auf die Versuche, Migration zu steuern, nicht darüber, wie das bewertet wird. Und natürlich implizit die Frage, können wir Migration steuern? Die Antwort, nein, können wir eigentlich nicht. Wenn ich Ihnen jetzt eine halbe Stunde darüber erzählen könnte, dass man Migration steuern kann, wäre es für Sie und für mich eine relativ langweilige Geschichte. Die implizite Annahme dieses Vortrags ist also, nein, Migration können wir nicht steuern.
oder zumindest nicht vollständig. Ich werde in 3 Schritten vorgehen. Ich werde grundsätzlich mich mit den Grenzen von Migrationssteuerung beschäftigen, dabei auf Ausreise wie Einreise gehen. Ich werde aus dieser schon genannten Praktikersicht mich die Frage stellen, wie effektive Migrationskontrolle funktionieren kann. Wenn auf die Frage, können wir Migration steuern, man doch mit Ja antwortet, ist die Frage, wie eigentlich? Oder wie relativ? Und was sind die genauen Umstände dafür? Aus aktuellem Anlass habe ich dabei den Fokus auf Grenzkontrollen, also auf Grenzüberschritte gelegt. Es gibt natürlich viele weitere Faktoren, die man berücksichtigen kann. Im dritten Teil geht es recht kurz aufgrund der Zeit um unsystematisches und symbolisches Migrationsrecht. Um die Frage, liegt es vielleicht nicht nur an der Umsetzung, sondern auch an den Rechtstexten selbst, die dazu führen, dass Migration nicht steuerbar ist. Wenn man also implizit annehmen würde, dass Migration nicht steuerbar ist, könnte man dafür 3 Gründe finden. Erstens, Migranten lassen sich von Kontrollen und rechtlichen Sanktionen nicht abhalten. Menschen, die sich entscheiden zu migrieren, sind sturer, als sich von Recht leiten zu lassen. Zweitens, Migrationsrecht ist oft nur begrenzt und unter enormen Kosten umsetzbar. Wenn man effizient Migration kontrollieren wollte, müsste man dafür Geldsummen in die Hand nehmen, die man meistens nicht bereit ist, in die Hand zu nehmen. Drittens, Migrationsrecht ist oft unsystematisch, widersprüchlich und reine Symbolpolitik. Wir können Migration nicht steuern, wenn das Recht, auf dem die Steuerung funktioniert, nicht anwendbar ist. Diese 3 Punkte werden die Grobstruktur begleiten. Können wir Migration steuern? Am besten fangen wir bei der Grundlage an, bei der Auswanderung. Und bei der Frage, können wir Migration steuern, fangen wir vielleicht auch am besten beim Extrem an. Nordkorea. Nordkorea, Sie wissen es sicher, ist die totalitärste existierende Diktatur auf der Welt. Es ist auch das Land mit dem höchsten Grad an Militarisierung. Auf 1.000 Einwohner kommen 308,5 Soldaten. Das ist fast das 10-fache der auch schon recht militarisierten Schweiz. Es gibt in Nordkorea ein totales Ausreiseverbot. Niemand darf ohne Erlaubnis der Regierung ausreisen und niemand wird diese Erlaubnis erteilt. Das heißt, wir haben sowohl rechtlich als auch tatsächlich die totalste Kontrolle, die wir empirisch im Moment auf der Welt sehen können. Wir haben gleichzeitig jährlich 1.500 Ausreisen nach Südkorea, teilweise über stark militarisierte Grenzgebiete. Und wir haben Hunderttausende Flüchtlinge nach China seit 1960. Wie viele genau, ist schwer zu sagen. Das heißt, in der Frage, können wir Migration steuern und uns das totalitaristischste Land anschauen, das wir kennen, müssen wir sagen, nicht so sehr. Nicht so sehr. Es gibt weitere historische Beispiele. Sie alle kennen Geschichten über Flucht aus der Sowjetunion und aus den Staaten des Warschauer Pakts. Auch dort gab es totale Ausreiseverbote, Kontrollen über die Ausreise. Und auch dort gab es relevante Ausreisen. Kuba. Seit der Beginn der Revolution 1953 hat eine enorme Emigration gesehen, trotz Ausreiseverboten und trotz relevanter Kontrollen von Ausreisen. Die Frage, können wir Migration steuern, lässt sich also schon bei der Frage der Auswanderung zumindest relativ verneinen. Schauen wir uns die Frage der Einwanderung an. Hier, aus aktuellem Anlass,
ist die Balkanroute interessant. Die Route, über die seit Ende 2014, Anfang 2015 die meisten Flüchtlinge nach West- und Nordeuropa kommen. Es ist über die Türkei oder das Mittelmeer nach Griechenland, dann nach Mazedonien, nach Serbien, nach Ungarn und weiter. Und wir haben wiederholt Bilder wie diese gesehen. Das ist von vorgestern. Wie Menschen versuchen und es tatsächlich schaffen, Grenzzäune, Grenzübergänge zu stürmen und deswegen freies Geleit zu geben. Das ist an der Grenze von Griechenland zu Mazedonien. Das ist die gleiche Grenze im August 2015, wo auch hier, Sie sehen die Grenze im Hintergrund, die Grenzbehörden aufgeben mussten, die Grenze zu schützen. Was sagt uns das also für die Frage, ob wir Migration steuern können? Die Ereignisse im Sommer 2015 haben gezeigt, dass Migrantinnen sich erfolgreich befestigten Grenzen widersetzen können. Man kann Grenzzäune stürmen. Und dass so zeitweise Durchgang nach Nord- und Westeuropa erhalten werden kann. Man kann die Grenzen stürmen und weiterreisen. Das ist die eine, die wichtige Lektion, mit der Europa sich seit Anfang 2015 beschäftigen muss. Es gibt aber auch eine zweite. Es ist der Grenzzaun an der serbisch-ungarischen Grenze, der im August, September 2015 fertiggestellt wurde. Und als Folge dessen sich die Balkanroute relevant verändert hat, nämlich nicht mehr über Ungarn, sondern vornehmlich über Slowenien wieder zurück nach Ungarn oder direkt nach Österreich. Das heißt, ja, Migranten können sich befestigten Grenzen widersetzen, können zeitweise Durchgang nach Nord- und Westeuropa erhalten. Aber in diesem Beispiel zeigt es auch, dass Staaten Kontrolle über ihre Grenzen wiedererlangen können. Zeigt sich auch, dass die Militarisierung von Grenzen Migranten zu neuen Routen zwingen kann. Die Frage, können wir Migration steuern, ist hier nicht ganz klar mit Nein zu beantworten. Denn die Reaktion Ungarns, diesen Zaun zu bauen, hat relevant dazu geführt, dass Ungarn umgangen wird. Migrationspolitik und Migration beeinflussen und beschränken sich gegenseitig. Migrationspolitik reagiert auf Migrationsströme und umgekehrt. Es ist ein sich ständig veränderndes, dynamisches Feld. Wir können nicht davon ausgehen, dass das andere dauerhaft beeinflusst oder das eine vom anderen völlig unabhängig ist. Mit meinem Vortrag möchte ich argumentieren, dass man sagen kann, dass Migrationspolitik, Migrationssteuerung funktionieren kann, aber nur zu einem gewissen Grad. Und ich möchte im Folgenden versuchen zu zeigen, wie oder unter welchen Umständen. Und will zwei Beispiele für relativ erfolgreiche Migrationskontrolle geben. Das erste ist in Australien. Die Operation Sovereign Borders, die es seit 2013 gibt. Die ist eine Reaktion auf den Anstieg unerlaubter Einreisenden von Asylsuchenden per Boot nach Australien. Also das, was wir auf Lampedusa sehen, was wir im Mittelmeerraum an der griechischen und italienischen Grenze sehen. 2012 hat es einen Allzeithöchststand von 20.587 Einreisenden erreicht. Nochmal, es geht hier nicht darum, ob das eine Zahl ist, die sagt, jetzt müssen wir Migration steuern, oder eine Zahl ist, die sagt, das ist so lächerlich, da darf man nicht Migration steuern. Man hat entschieden, dass man versucht, diese Migration
zu beenden. Und hat auf den vor Australien vorgelagerten Inseln verschärft versucht zu kontrollieren. Die Küstenlinie sind dabei einige hundert Kilometer. Man hat gezielt Boote aufgegriffen und zurück in den internationalen Gewässerraum bzw. in den indonesischen Gewässerraum gedrängt. Das heißt, man hat sie nicht auf australisches Land kommen lassen. Und diejenigen, die nicht mehr weiter konnten, hat man zwischenuntergebracht und zurückgesendet. Zwischenuntergebracht nicht auf australischem Territorium, sondern auf anderem Territorium, sodass die Menschen nie australisches Territorium betreten und dort nie ein Asylgesuch stellen können. Und es hat funktioniert. 2014 gab es 157 solcher Einreisen. Das heißt, ein einziges Boot hat es geschafft, sich dieser Form von Kontrolle zu widersetzen. Hier Irak und Syrien, Afghanistan, Sri Lanka und Myanmar, die größten Quellen von Migration. Und hier, ich darf mir nicht so viel bewegen, habe ich gesagt, unten rechts sind Ashmore und Carter Islands. Das ist eines der Hauptgebiete dieser Kontrolle, eines der Hauptziele von Bootsflüchtlingen. Man hat also es geschafft, von 20.000 auf 157.000 Einreisen effektiv diese Grenzübertritte zu stellen. Gleichzeitig hat man das geschafft, weil man einige hundert Kilometer kontrollieren musste. Im Mittelmeer ist die Küstenlinie mehrere tausend Kilometer, die es zu kontrollieren gäbe. Und das Ganze hat oder kostet nach wie vor ca. 3 Milliarden Schweizer Franken jährlich. Und viele von Ihnen mögen sich nicht vorstellen, was das für eine Summe ist, aber alles, was die Europäische Union und die Mitgliedstaaten jährlich für die Grenzkontrollen in Europa ausgeben, für die Küstenwachkontrollen sind 36 Millionen Schweizer Franken. Das heißt, man müsste das Budget dieser Küstenwachaktion verzehnfachen fast, um zumindest auf wenigen hundert Kilometern die gleiche Kontrolleffizienz zu haben, die Australien mit der Operation Sovereign Border hat. Zum Vergleich, das Gesamtbudget von Frontex, also der europäischen Grenzkontrollaktion, die Land wie Wasser kontrolliert, ist 155 Millionen Franken. Und auch das Budget des gemeinsamen europäischen Grenz- und Küstenschutzes, das vorgeschlagen wird, ist nur ein Zehntel des jährlichen Budgets von Operation Sovereign Borders. Die Kosten, um Migration effizient zu kontrollieren, sind enorm. Zweites Beispiel. Der Grenzschutz der Vereinigten Staaten von Amerika an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Seit 2000 gibt es da einen enormen Anstieg von Aktivität. Das ist eine Reaktion auf eigentlich ein historisch gewachsenes Level von vielen illegalen Grenzübertritten zwischen den USA und Mexiko. Man geht davon aus, dass zwischen 11 und 15 Millionen Menschen unerlaubt in den USA ohne Aufenthaltserlaubnis leben. Ein großer Teil sind über diese Grenze gekommen oder pendeln über diese Grenze. Man hat das Budget, Personal, die Überwachungsdichte in den letzten 15 Jahren enorm erhöht. Und man hat an einigen Stellen Grenzzäune gebaut. Sie haben links das Budget des amerikanischen Grenzschutzes, das sich von etwas mehr als 1 auf 3,5, inzwischen auf 4 erhöht hat. Und rechts die Anzahl der Personen, die man als illegal Eingereiste ab der amerikanischen Grenzseite gefunden hat. Das geht von etwas mehr als 1,6 Millionen runter auf knapp unter 400.000.
Das heißt, man hat das Budget vervierfacht, um die Zahl der aufgegriffenen unerlaubt Eingereisten zu vierteln. Man kann sagen, das ist eine enorme Leistung und das ist eine enorme Reduktion. Aber 2013 hat die National Academy of Science, das ist der, sozusagen der Wissenschaftsrat der Vereinigten Staaten, berechnet, dass nur ein Viertel aller unerlaubten Grenzübertritte vom amerikanischen Grenzschutz bemerkt werden. Das heißt, man hat zwar das Budget vervierfacht, aber die Zahl der tatsächlichen Grenzübertritte sind nach wie vor hier auch zu vervierfachen. Das heißt, für knapp 4 Milliarden US-Dollar hat man trotzdem etwa 1,6 Millionen illegale Grenzübertritte. Das heißt, man müsste das Budget weiter überproportional erhöhen, um in eine Menge zu kommen, die, mit der wir gerade über Europa diskutieren. 4 Milliarden US-Dollar für 1,6 Millionen illegale Grenzübertritte. Und das ist eine enorme Reduktion, aber eben nur eine relative. Ich will zwei weitere Beispiele bringen, die Alternativen sein können, wie man Migration steuert. Das eine ist die Frage, ob man Anreize setzen kann, wenn es nicht nur darum geht, Migranten abzuwehren, sondern konkret anzulocken. Das Beispiel, das ich ganz schön finde, ist die Verordnung über Aufenthaltserlaubnisse für hochqualifizierte ausländische Fachkräfte der Informations- und Kommunikationstechnologie. Das IT-AGV aus Deutschland. Ich finde das nicht nur wegen dem Titel so gut, aber auch. Es wurde 2000 erlassen mit dem Ziel, ausländische Fachkräfte der Informations- und Kommunikationsbranche einfach in Deutschland beschäftigen zu lassen. Und einfacher heißt, man hat den Personen direkt ein Aufenthaltserlaubnis für 5 Jahre und nicht für 2 oder 3 Jahre gegeben. Man hat einen sofortigen Familiennachzug erleichtert. Man hat das Prozedere, das Prüfprozedere beschleunigt, sodass Arbeitgeber wie Arbeitssuchende schneller zu einem Ergebnis, zu einem positiven Aufenthalt kommen konnten. Und man hat das, in der Schweiz wird man das gerne hören, kontingentiert. Hat gesagt, 20.000 brauchen wir davon im Jahr. Das ist die realistische Größe, die wir brauchen. Was ist passiert? Man hat jährlich nur 2.500 davon vergeben können. Nicht, weil das Prüfschema so streng war, sondern weil sich nicht mehr Leute dafür interessiert haben, als IT-Spezialisten nach Deutschland zu gehen. Man hat dann versucht, das auf europäische Niveaus anzupassen, aber es hat keine Steigerung gegeben. Die Zahlen sind sogar, wenn man Einreisen sieht, gesunken. Dieses Mittel, dieses Anreizmittel zu sagen, man bekommt einen bevorzugten Aufenthalt, einen schnelleren Prozess, man kann einfacher seine Familie mitbringen, hat hier überhaupt nicht oder nur in einem sehr, sehr geringen Maße gegriffen. Es ist gleichzeitig ein enormer bürokratischer Aufwand, der ja nur eine ganz kleine Personengruppe betrifft. Zweites Beispiel. Habe ich das jetzt? Entschuldigung, ich muss gerade mal. Ah ja, nee, richtig. Entschuldigung. Das letzte Beispiel betrifft nämlich Migrationsrecht. Wir haben gesehen, dass Migranten sich begrenzt Ein- und Ausreisekontrollen widersetzen können. Wir haben auch gesehen, dass Migrationssteuerung extrem kostenaufwendig ist, um relative Erfolge zu erzielen und trotzdem nicht immer funktionieren kann. Die Frage stellt sich dann, was ist mit Migrationsrecht? Das ist mein letztes Beispiel.
Das betrifft einerseits den Komplex irreguläre Migration in Europa. Und zwar Flüchtlingskrise oder sogenannte Flüchtlingskrise mal außen vor gelassen. Wenn man die Geflüchteten, die jetzt ankommen, außen vor lässt, muss man feststellen, dass die meisten nicht erlaubt Eingereisten nicht die Grenze illegal überschritten haben, sondern legal eingereist sind und dann ihr Visum, ihre Aufenthaltserlaubnis overstayed haben, überschritten haben. Das heißt, die über Grenzkontrollen überhaupt gar nicht zu fassen wären. Man muss auch feststellen, das ist Teil der Forschung, an der ich beteiligt bin, dass Polizei und Migrationsbehörden in Sans-Papier, in Personen, die sich irregulär aufhalten, keine Priorität sehen. Der Fokus ist selbst bei speziellen Stellen auf den sogenannten Schleusern, auf denjenigen, die Migration über Grenzen hinweg beschleunigen oder vermitteln, aber nicht auf denjenigen, die sich unerlaubt aufhalten. Und selbst wenn diese Personen aufgegriffen werden und rechtlich ausreisepflichtig gemacht werden, werden sie in der Regel nicht ausgeschafft oder werden sie oft nicht ausgeschafft, weil sie keine Papiere haben. Und das liegt oft daran, weil die Papierbeschaffung schwierig ist, weil das Heimatland der Person nicht kooperiert. Funktioniert also Migrationsrecht dann? Ich will ein letztes Beispiel geben. Das gerade verabschiedete sogenannte Asylpaket 2 in Deutschland beinhaltet eine Klausel, die das Asylrecht insofern verschärft, als dass es das Nachzugsrecht stoppt. Und zwar geht es darum, dass sogenannte subsidiär Schutzberechtigte, also Personen, die nicht einen vollen Flüchtlingsstatus bekommen haben, aber gesagt wird, sie sind aus anderen Gründen schutzberechtigt, nicht mehr in der Lage sind, für 2 Jahre ihre Familie nachziehen zu lassen. Dies gilt nicht für Personen, also Familien, die sich in türkischen, jordanischen oder libanesischen Flüchtlingscamps aufhalten. Wenn man sich den Asylgeschäftsbericht der Bundesrepublik anschaut, muss man aber feststellen, dass die subsidiär Schutzberechtigten im Jahr 2015 0,6% aller Fälle ausgemacht haben. Oder insgesamt 1.707, von denen 198 ihre Familien nachgeholt haben. Im Januar waren das Ganze 194 Personen. Das heißt, die Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Flüchtberechtigte betrifft genau 0,6% der Personen, die 2015 in Deutschland einen Asylantrag gestellt haben. Von denen die meisten Iraker und Syrer sind, deren Familie in großen Teilen in türkischen, jordanischen oder libanesischen Flüchtlingscamps sitzen. Das heißt, selbst die Personen, die es betrifft, sind wahrscheinlich genauso von der Ausnahmeregelung betroffen. Und das ist das, was ich mit Symbolpolitik meine. Es ist rechtlich eine ganz klare Verschärfung. Man kann sehr wohl darüber streiten, ob das eine faire Verschärfung ist, ob man das darf. Aber von der Frage, inwieweit hat das Auswirkungen auf Steuerung, muss man sagen, wahrscheinlich so gut wie keine. Denn die weniger als 1% der betroffenen Fälle sind wahrscheinlich fast alle von der Ausnahmegenehmigung betroffen. Das heißt, wenn die Bundesregierung in einem Jahr sagen werden kann, dass die Aussetzung des Familiennachzugs erfolgreich war und so gut wie keiner im Familiennachzug zu diesen Personen nachgekommen ist, man sagen kann, man hat erfolgreich die Kontrolle zurückgewonnen, können Sie sich vielleicht an diesen Vortrag erinnern. Können wir also Migration steuern? Jein. Aus rechtssoziologischer
Perspektive muss man sagen, das Recht funktioniert, wenn es das Verhalten von Betroffenen steuert. Und Migranten, wenn sie sich entschieden haben zu migrieren, lassen sich meistens von rechtlichen Hürden im Ankunftsland wie im Herkunftsland relativ wenig beeinflussen. Nicht überhaupt nicht, aber relativ wenig. Sanktionsapparate im Bereich Migrationsrecht sind selten so funktionsfähig, wie sie sein müssten. Denn um sie so funktionsfähig zu machen, wären enorme Ressourcenaufwände notwendig. Recht kann nur funktionieren, wenn das Recht systematisch gesetzt wird, wenn es nicht nur Symbolpolitik ist. Wenn Menschen ausreisepflichtig sind, aber nicht abgeschoben werden können, weil es keine Abkommen mit dem Heimatstaat gibt, ist die Frage, inwieweit sie ausreisepflichtig sind, relativ egal. Wenn es eine Verschärfung eines Rechts gibt, das effektiv sehr, sehr wenig Menschen betrifft, aber als großer Rückgewinn der Kontrolle über Migration verkauft wird, muss man skeptisch sein. Für verschiedene Rechtsbereiche ist das schwierig, für Migrationsrecht ist dies besonders schwierig. Letzte Folie. Was hat das mit dem Dürfen und Müssen zu tun? Mit der Frage, dürfen wir Migration steuern oder müssen wir Migration steuern? Man könnte Fragen stellen, inwieweit eine Migrationskrise neu ist oder Teil der üblichen begrenzten Steuerung. Inwieweit es ein Kontrollverlust ist oder durch das wenige bisschen an Kontrolle mit dem wenigen bisschen Kontrolle zu tun hat, das man eh hat. Man muss fragen, können die Lösungen die Situation lösen? Und ist man bereit, die notwendigen Mittel hierfür aufzuwenden? In Europa ist dies nicht so. Und man kann fragen, wo ist eigentlich das Systematischste, das realistische, das pragmatische Migrationsrecht, das berücksichtigt, welche Form von Migrationssteuerung eigentlich funktioniert und nicht symbolische Anreize setzt oder symbolische Verschärfung erlässt, die effektiv keine Wirkung haben. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören.